Die Ausstellung This World is White No Longer, Ansichten einer dezentrierten Welt, beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen, mit Fragen, die sich auf Rassismus, Xenophobie und Unterdrückung beziehen. Und das Zitat stammt von dem amerikanischen Autor James Baldwin, der eine ganz wichtige Figur der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren gewesen ist und lange in Europa gelebt hat. Die Ausstellung versucht eben nicht nur Kritik an diesen Haltungen zu üben, sondern sie versucht eben auch andere Perspektiven aufzuzeigen und sie versucht zu zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler sich mit diesem Thema beschäftigen, wie sie es adressieren und wie sie versuchen, andere Blicke auf die Welt zu entwickeln. Die Ausstellung versammelt insgesamt 12 künstlerische Positionen, die sich mit den Fragestellungen von Rassismus, Xenophobie beschäftigen. Und sie tun das eben zum Teil aus einer außereuropäischen Perspektive. Sie tun es aber auch aus der Perspektive von People of Color, die in Europa leben. Es geht dabei immer darum, wie kann ich eine andere Sichtweise auf die Welt entwickeln. Wir haben den afrikanischen Künstler Samuel Fosso, der mit seinen Selbstinszenierungen auftritt, der sich als Mao Zedong zeigt, der als Papst auftritt, gewissermaßen wie die afrikanische Variante von Cindy Sherman. Wir haben Wiener Künstlerin Lisl, die sich mit dem Aspekt der teilnehmenden Beobachtung beschäftigt, ein Terminus, der aus der Ethnologie stammt und wo es darum geht, sozusagen Gesellschaften von innen heraus zu verstehen. Wie verstehen wir überhaupt andere Gesellschaften? Treffen wir ein Spiegelbild? Sind wir überhaupt in der Lage, das andere zu verstehen und von innen heraus zu erschließen? Das sind wichtige Fragen. Wir haben aber auch sozusagen die genaue Umkehrung des Blicks, nämlich die Kolonisierung Lateinamerikas und der Blick der Unterdrückten, der Kolonisierten auf die Welt. Auch das sind Aspekte, die wir adressieren. Und dann eben bei Charlotte Haslund-Christensen eine Arbeit, die ganz stark im Kontext eines weltumspannenden Humanismus sich entwickelt, wo nämlich die Menschen gefragt werden, wovor sie sich am meisten fürchten und welche Hoffnungen sie haben im Hinblick auf die Welt. Und das ist etwas, was alle vereint. Das ist sozusagen im Sinne eines allgemeinen weltumspannenden Humanismus gedacht. Und es ist sehr eindrücklich zu spüren und zu erfahren, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Die Arbeit Black Box, White Box der amerikanischen Künstlerin und Philosophin Adrian Pieper ist für uns von besonderer Bedeutung in der Konzeption dieser Ausstellung, weil sie zwei Sichtweisen auf einen rassistischen Vorfall anbietet, eine schwarze und eine weiße Sichtweise. In der schwarzen Box sitzen wir dem Porträt des verletzten Rodney King gegenüber, auf eine sehr nahe, auf eine sehr intime Weise, und zugleich hören wir seine Stimme. Er spricht kurz nach dem Vorfall bereits sozusagen wieder davon, dass man diese Konflikte, auch diese Rassenkonflikte, überwinden soll und sozusagen trotz aller Unterschiede und Gewalt aufeinander zugehen soll. In der weißen Box wiederum sitzen wir dieser unmittelbaren, brutalen Polizeigewalt gegenüber. Man sieht, wie Polizisten Rodney King brutal verprügeln. Und das Ganze ist unterlegt mit einer Ansprache von George Bush Senior, der sozusagen erklärt, dass er die damals entstandenen Proteste und Unruhen gegen Rassismus mit Polizeigewalt niederschlagen wird, um sozusagen Ordnung und Ruhe wiederherzustellen. Aber es gibt eben kein Bestreben von Seiten der Politik, sozusagen auf das Grundproblem, nämlich auf den strukturellen Rassismus einzugehen. Die Idee für In Search of Red, Black and Green ist so entstanden, dass ich ausgehend von James Baldwins Text mich gefragt habe, was eigentlich Black Freedom für mich bedeutet, also Freiheit aus einer schwarzen Perspektive. Und ich will keine Generalaussage damit treffen, aber aus meiner Sicht ist Freedom oder Freiheit nach wie vor unfulfilled, also es ist noch kein erreichtes Ziel. Und darauf spielt quasi diese Figur auch an, die quasi auf diese Farben Rot, Schwarz, Grün, die in der afrikanischen Diaspora, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent für Freiheit und Befreiung stehen, an.
Die Library of Requests ist ein ongoing project. Das ist jetzt die 7. Ausgabe, die ausnahmsweise auch eine Solo-Ausgabe ist, weil ich quasi selbst die Bücher in der Auswahl bestimmt habe. Das Projekt ist entstanden, weil es mir darum ging zu fragen, wie kommt eigentlich die Auswahl in einer Bibliothek zustande? Und da geht es natürlich um Ein- und Ausschlüsse. Was ist für die einen wertvoll und für die anderen nicht und so. Also so ist das Projekt grundsätzlich entstanden. Es funktioniert immer so, dass ich von mir ausgewählte Expertinnen dazu einlade, mir zu bestimmten Themen Bücher zu empfehlen. Und hier wollte ich gerne eine Auswahl von hauptsächlich schwarzer feministischer Theorie aus dem deutschsprachigen Raum zusammenstellen. Und zwar deshalb, weil ich finde, dass wir im deutschsprachigen Raum sehr oft Rassismus woanders verorten, eben zum Beispiel in den USA. Das heißt, wenn Leute was über Rassismus lernen wollen, wissen wollen, beschäftigen sie sich sehr oft mit Denkerinnen aus den USA. Da habe ich natürlich nichts dagegen, das ist alles sehr wichtig, aber mir ist es halt auch wichtig, auf die Arbeit von deutschsprachigen schwarzen Expertinnen hinzuweisen, und in dem Sinn ist diese Buchauswahl eine Einladung zu verweilen, sich hinzusetzen, reinzuschnuppern in verschiedene Bücher. Es gibt Kinderbücher, es gibt Bücher, die sich an Jugendliche wenden, es gibt mehr theoretische Bücher, es gibt Wörterbücher. Also ich denke, man kann ganz gut Zeit verbringen mit dieser Auswahl. Unsere Grundintention, dieses Projekt mit der Klasse für Fotografie und neue Medien der Universität Mozarteum zu starten, war, zu dem Thema "This World is White No Longer" und der Auseinandersetzung mit Rassismen in der heutigen Zeit auch die Position einer jungen Generation sichtbar zu machen und das vor allem als Projekt zu begreifen, wo studentische Positionen, die sich auch erst entwickeln sollen und können, einen Raum im Museum finden können. Die Ausstellung, die wir hier sehen, ist eine Gruppenarbeit von 16 Studierenden der Universität Mozarteum, die sich über ein halbes Jahr lang mit dem Thema Rassismen im Plural beschäftigt haben. Die Ausstellung wurde jetzt in drei Akten gegliedert, in dem sozusagen alle zwei Monate eine neue Form der Ausstellung erscheint, wobei dennoch immer alle 16 Positionen im Raum sichtbar bleiben, anhand von Dokumentationen, anhand von Plakaten, die im Stiegenaufgang hängen, sodass sozusagen die Gruppe stets als heterogene Gruppe auch sichtbar bleibt. Im Vorlauf der Ausstellung haben wir uns wirklich sehr viel damit auseinandergesetzt und darüber diskutiert, wie wir als weiße Studierendengruppe uns zu einer Ausstellung positionieren können, die heißt "This World is White No Longer". So eine genaue Auseinandersetzung mit diesem Thema führt dann aber dazu, dass man sich wirklich vor Augen halten muss, wie man selbst als Mittäterin diesen Status quo aufrechterhält, und das haben viele in der Ausstellung versucht, in ihren Werken zu zeigen.